Hallo mein lieber Wassermann, hier ist Nina von Kartenstoff und ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate November und Dezember. Hier ist schon deine Hauptenergie aus dem Weisheitskarten der Seele Deck. Das ist der Zauberer der Bewusstheit, sage ich gleich mehr zu. Jetzt sage ich erstmal was zur Legung. Ich ziehe hier nach einer Neuner Legung aus dem Tarot. Kläre danach, was zu klären ist, noch mit dem Lenormand. Ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine Karte für dich, eine für die Beziehungsenergie zwischen euch und eine Karte für die Beziehungsenergie deines Gegenübers. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der erweiterten Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin. Und ziehe da eine und noch mehr und ziehe dann eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox, da findest du auch meinen PayPal-Me-Spenden-Link und den Link zu privaten Legungen. Ich lege jetzt monatlich für 2 Monate. Das heißt, jetzt kommen die Legungen für November und Dezember raus. Ende November die Legung für Dezember und Januar und so weiter. Es fühlt sich für mich etwas stimmiger an, wenn die Legung fließend, etwas fließender ineinander übergehen oder man da seine Prozesse noch ein bisschen besser verknüpfen kann. Heißt für dich auch, hast du die Legung für Oktober, November noch nicht gesehen, schau da vielleicht auch noch mal rein. Der Zauberer der Bewusstheit. Ich lasse mich jetzt ein bisschen in die Energie der Karte reinfallen und du nimmst Kontakt zu dir auf und schaust, dass du gut spüren kannst, ob das Ganze hier wirklich deine Legung ist oder nicht. So, im Großen und Ganzen ist das immer jemand, der ein bisschen einen Step zurückgemacht hat aus emotionalen Dynamiken oder einen inneren Schritt aus einer Beziehung ein bisschen raus. Also geht nicht um Trennung, sondern einfach um, ich gucke mir die Dinge auch mal von außen an und schwinge nicht nur mit. Wir haben immer wieder Phasen in jeglicher Form von jeglichen Beziehungen, wo wir uns das Ganze ein bisschen rausgehen, ein bisschen in die Autonomie gehen und dann wieder in die Bindung reingehen. Eine Beziehung ist immer ein Schwingen auf der Achse Bindung, Autonomie. Mal ist man total da und mal schwingt man da rein. Das ist immer so. Also, der Zauberer der Bewusstheit. Was heißt der jetzt aber für dein Gegenüber? Ich nehme bei deinem Gegenüber eine ganz große emotionale Fülle wahr. Habe ich dein Gegenüber gesagt? Für dich natürlich, es tut mir leid. Ich habe gerade eine Legung für das Gegenüber gemacht und manchmal ist man da in der Wortwahl noch komisch. Das bist natürlich du. Also, ich nehme bei dir eine große emotionale Fülle wahr. Und ich nehme aber auch wahr, ich nehme auch eine Trauer wahr. Die ist aber, also die emotionale Fülle fühlt sich eigentlich sehr positiv, also schön an. Und es ist aber auf einer etwas oberen Ebene Trauerenttäuschung. Irgendwas verwirrt dich. Deswegen bist du einen Schritt auch raus aus dem Ganzen erstmal gegangen oder gehst du einen Schritt raus? Wir schauen mal. Ich gucke jetzt erstmal in das Tarot. Wir kommen auf die Energie auf jeden Fall natürlich noch mehr zu sprechen. Die zentrale Karte ist hier das Rad des Schicksals, das sich weiterdrehen will. Die Welt dreht sich weiter, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Das ist dann einfach so. Das ist eine Karte, an der kann man nicht so viel machen. Das passiert in der Regel. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit bzw. eine emotionale Dynamik in der Vergangenheit, auf der die ganze Legung beruht. Hier haben wir mit den 10 der Kelchen eine Beziehung, wie wir sie alle haben wollen, in vollem Gefühl, in zwei, die mit sich selbst glücklich sind, können zusammen etwas
gemeinsames Drittes quasi schaffen. Dann haben wir den König der Stäbe. König der Stäbe kann für eine männliche Energie stehen, kann Teilaspekt einer weiblichen Energie sein. König der Stäbe ist jemand, der oder die gut in seiner Leidenschaft steht, in seinem Leidenschaftselement. Das ist nicht nur die romantische Leidenschaft, sondern dieses Lebensfeuer, Lebenswut und dabei auch sehr zentriert ist. Im Gegensatz zur Königin der Stäbe, die ist nicht so zentriert, die ist eher so ein bisschen mit den Impulsen um sich rumfeuernd, aber der König der Stäbe ist da sehr zentriert. Dann haben wir mit den Neun der Münzen eine Karte, die sich darum dreht, dass man seinen eigenen Wert in sich selbst erkannt hat und dass man auch merkt, man hat alles in sich selber, was man braucht und ist gar nicht abhängig von jemand anderem. Dann kommen wir zur, also ich sage gleich noch viel mehr zu den Karten. Ich lege nur erstmal jetzt aus und jedenfalls zum Teil aus und komme dann noch in die Deutung rein. Jetzt fallen zwei Karten für die nächste Position und zwar einmal der Mond und einmal der Turm. Der Mond steht für den intuitiv richtigen Weg, auch durch große Schwierigkeiten durch. Und der Turm steht, also man stellt sich dann auch den Schwierigkeiten, weil man weiß, es ist jetzt richtig. Der Turm steht dafür, kann ein Schicksalsschlag sein, wenn es ganz schlimm kommt, ist auf jeden Fall immer was, wo einem plötzlich was klar wird, wo die Welt sich ändert, die Dinge sich ändern. Genau. Zeitlich musst du schauen, wo du stehst. Ich lege jetzt hier die präsente Reihe aus und dann noch die potenziell zukünftige Entwicklung. Kann sein, dass du dich noch in der oberen Reihe, in der Vergangenheit eher befindest oder schon eben in der weiteren Entwicklung. Wichtig ist nur, dass du mit dem Ganzen überhaupt resonierst, dann ist es deins. Den Rest musst du schauen. Die nächste Position ist die Königin der Münzen. Königin der Münzen kann für eine weibliche Energie stehen, kann Teilaspekt einer männlichen Energie sein, ist jemand, der oder die gut mit sich selbst, mit den eigenen Werten verbunden ist, da auch ziemlich gesetzt ist, auch nicht so viel denkt, da kommt eher die Weisheit aus dem Bauchgefühl raus oder aus dem Inneren raus. Jetzt fange ich mal an, da mehr reinzuspüren. Mit dem Rat des Schicksals habe ich das Gefühl, du musst irgendwas loslassen. Da auch wieder so ein bisschen dieses Trauergefühl, was ich hier auch schon gekriegt habe. Irgendwie drehen sich die Dinge weiter und du sagst auch, es war aber eigentlich ganz nett anders. Ich weiß gar nicht, ob sich das so alles weiter drehen soll. Ich kriege hier das Gefühl von einer wirklich vielleicht schon gelebten, sehr, sehr schönen Beziehung. Ich nehme da viel Frieden, also auch Frieden im Sinne von, es sind gar keine offenen Fragen da. Es ist so, ich verstehe das alles zwischen uns, also jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber so fühlt sich das an. Ich verstehe das alles. Mit uns wissen wir einfach, das stimmt und das ist auch richtig so. Das nehme ich bei der Karte wahr. Ich bin mir bei dem König der Stäbe nicht sicher, ob das deine Karte ist oder die von jemand anders. Da hänge ich gerade ein bisschen. Ich glaube, da muss ich gleich noch mal klären. Da hänge ich gerade tatsächlich. Aber das mache ich auch gleich noch. Gucke ich gleich noch mal mehr hin.
und ziehe jetzt erstmal die potenziell zukünftige Entwicklung. Dann schauen wir weiter. So, einmal die erste Karte. Die drei der Münzen kann für eine große Aufgabe stehen, kann für Zusammenarbeiten stehen, kann für dafür stehen, auf eine bestimmte Art und Weise in emotionale Dynamiken zu treten. Dann haben wir mit den acht der Münzen ein sich die Dinge genau angucken oder auch nochmal Revue passieren lassen, nochmal schauen, wie hat hier eine Entwicklung stattgefunden. Kann eine klassische Arbeitskarte sein oder auch mal, man präsentiert anderen Leuten etwas. Und dann kommen als letzte Position auch wieder zwei Karten. Und zwar haben wir die Königin der Kelche, kann für eine weibliche Energie stehen, Teilaspekt einer männlichen Energie sein. Und die Acht der Schwerter als Karte, in der es darum geht, entweder in noch einer Art Gedankengefängnis zu sein. Das heißt, hat das Gefühl, man traut sich nicht, sich emotional zu bewegen oder wie auch immer, weil man damit irgendwas kaputt machen würde oder man ist da sehr eingeschränkt in seinem Fokus, kann sich viele Dinge gar nicht vorstellen oder man ist schon raus aus dem Ganzen und hat das erkannt und kann sich dann die Dinge doch vorstellen. Mich irritiert immer noch dieser König der Stäbe. Das macht mich irre. Ich ziehe jetzt erstmal zwei Karten zu dem. Hier haben wir den Brief, kann für Kommunikation stehen, steht im Großen und Ganzen dafür, etwas nach außen zu bringen, was man in sich trägt. Das ist der unterste Nenner der Kommunikation. Sich auch zu zeigen. Und hier haben wir eine weibliche Energie, weil ich mich etwas davon freimache. Ich habe es jetzt schon häufiger gesagt, sage es aber hier auch nochmal. Zu sagen, das ist jetzt auch wirklich die Frau, weil jeder hat eine männliche und eine weibliche, einen männlichen Energieanteil und einen weiblichen Energieanteil in sich. Man muss sowieso immer wirklich schauen, gerade gleichgeschlechtliche Paare müssen da sehr genau schauen, für wen fällt jetzt was. Für mich ist wichtig, für wen liegt diese Karte? Ist es die Person, die hier liegt oder ist es das Gegenüber? Ich glaube, das ist für uns das Wichtigste. Und ich habe das Gefühl, das hatte ich eben schon, aber es wird jetzt eigentlich damit nochmal ausgedrückt, dass hier eigentlich eine andere Person noch gekommen ist, die in irgendeiner Art und Weise zu dir, das bist nämlich du, das ist auf jeden Fall deine Energie, Kontakt aufgenommen hat. Und wo du irgendwie verunsichert geworden bist. Diese Person hat mit der Beziehung aber nichts zu tun. Also muss jeder für sich gucken, aber das nehme ich nicht so wahr. Und was für dich folgen musste, war ein, ich muss jetzt mal schauen, was will ich eigentlich für mich selber alleine? Was ist das? Was sind meine eigenen Werte? Einfach so ein Sortierungsvorgang mit den neun der Münzen in sich selber, dass man, ohne dass da irgendjemand anders bei ist, Klarheit in sich hat. Und das, was ich hier wahrnehme und was irgendwie ist, das ist diese Trauer gar nicht, weil jemand anderes was Blödes gemacht hat, sondern das ist, dass du selber nochmal in die Verunsicherung gekommen bist. Eigentlich ging es dir gut und dann kam irgendwer und hat sich dir nochmal geöffnet und hat eventuell eine Gefühlswelt in dir angeregt, wo du gemerkt hast, huch, was soll das denn jetzt? Das bringt jetzt alles durcheinander. Was total klar zur Folge hat, okay, ich muss mich aus allem nochmal ein Stück rausziehen, ich muss mir die Dinge nochmal genau angucken. Irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und irgendwie musst du weitergehen. Ich glaube, du erlebst es sogar, also es fühlt sich als sehr störend an, weil es hier eigentlich mit jemandem anders, auf jeden Fall mit jemandem anders, bin ich mir wirklich sicher, wenn das deine Legung ist, weil sich hier eigentlich die Welt schon total schön angefühlt hat. So. Ich ziehe nochmal
zwei Karten zu dem, kommt auch gleich wieder drauf, ich muss nur hier mal, zu dem Mond und dem Turm. Hier haben wir mit dem Kind einen Neubeginn. Und wir haben mit den Lilien Frieden, Harmonie oder auch mal ein Familienthema. Ich glaube, du musst in den wahren Frieden mit dir kommen. Dir hat sich noch ein neuer Teil des Lebens offenbart und du musst ganz doll daran wachsen, obwohl du da eigentlich keinen Bock drauf hast oder keinen Bock drauf hattest, weil es eigentlich schon schön war. Aber das kommt ja immer alles auch nicht so umsonst. Und hier haben wir den Weg in deinen eigenen inneren Frieden rein. Es geht darum, jetzt diese Teile, die du hier oben alle kennengelernt hast und dich selber zu sortieren, um dann noch voller, noch ganzer, als du hier warst, weiterzugehen. Und das hier ist auch deine Karte. Das ist die Königin der Münzen, die in ihrem eigenen Wert steht, die für sich gewachsen ist und die für sich die Dinge einsortieren kann, ohne dass sie sich hin und her gerissen fühlt, wie auch immer. Ich nehme hier eine große Integrität wahr, ne? Ein sich in seinen eigenen Grenzen auch integer fühlen und aus dieser Verunsicherung, die sich da oben ergeben hat, raus. So, die 3 der Münzen, die 8 der Münzen und das Zweierpack da. So. Ich nehme hier in der in dem Umgang mit anderen Leuten hier schon noch eine Verunsicherung wahr. Du bist in dir integer, da arbeitest du darauf hin, das geht in die Richtung. Und du hast ein anderes Standing in dem mit anderen Leuten in Beziehung gehen. Und ich glaube, dass du jetzt gut deine eigenen Werte verkörpern kannst. Es kann sein, dass das hier oben ein Stück weit zu symbiotisch war und du dich nicht gespürt hast oder nicht so dolle gespürt hast, dass du dich zu sehr in Symbiose mit wahrscheinlich deinem, ich sage mal, deinem eigentlichen Gegenüber gespürt hast. Oder eben die andere, die Person, die es jetzt ist. Ich glaube, das hier ist einer, der dir was Bestimmtes im Leben nochmal zeigen musste. Nämlich dein eigenes Standing für dich selber. Ja. Dein eigenes Standing für dich selber. Und hier zeigst du, kannst du, bist du jetzt in der Lage, den Leuten, deinem Umfeld zu begegnen, ohne deine eigenen Wertvorstellungen über Bord zu werfen. Und das Resultat auch nochmal von dem Ganzen ist, dass du letztendlich die Gefühle auch wieder gut fließen lassen kannst als Königin der Kelche, egal ob du Männlein oder Weiblein bist. Es geht um den Zustand des in sich und nach außen fließen Lassens. König der Kelche kann in sich gut fließen lassen, ist aber nach außen hin abgegrenzt, ne? Um das einfach nochmal zu verstehen. Und die Gefühle gut fließen lassen und dabei immer noch gut und klar gucken können und sich nicht eingeschränkt fühlen. Das ist das Resultat. Ja, ich ziehe jetzt nochmal eine Karte aus dem Aspekte-Kartenset für dich. Hingabe. Ich gebe mich hin. Schaue mal, was Hingabe mit dir und deinen Prozessen zu tun hat, was dieses Wort bei dir bewirkt. Ja, jetzt ziehe ich 3 Karten für eure Beziehung. Einmal eine Karte für deine Beziehungsenergie. Hier haben wir mit den 2 der Münzen
zwei große Lebenswelten oder zwei Zustände, die nicht miteinander koexistieren können, sondern die im Laufe der Zeit miteinander in Einklang gebracht werden müssen und integriert werden müssen. Entweder ist man schon an dem Punkt oder man steckt noch ein bisschen dazwischen. Das werde ich gleich gucken. Dann einmal die Beziehungsenergie zwischen euch. Hier haben wir mit den Sechs der Schwertern das Umschiffen, das von einer emotionalen Dynamik auch in eine andere schiffen. Die Dinge ändern sich, Gedanken ändern sich auch. Und die Beziehungsenergie von deinem Gegenüber ist die Sonne. Bei dir haben wir bei den zwei der Münzen eben diesen Zustand, den die ganze Legung schon beschreibt, nämlich diese Verunsicherung, dass du aus diesem Zustand, der eigentlich für dich schon sehr schön war, nochmal rausgehen musstest, aber eigentlich nur, um mehr Fuß in dir zu fassen. Und hier haben wir dieses Miteinander, das zusammenbringen müssen, ne? Diese Verunsicherung, in die du gekommen bist und dann letztendlich wieder in die Sicherheit kommen. Mit den Sechs der Schwerter ziehe ich auch nochmal zwei Karten zu. Haben wir die Sonne für den Erfolg und wir haben mit den Eulen die Aufregung, die Nervosität. Ihr schifft euch immer weiter in den Erfolg rein, in den Beziehungserfolg, in die Durchbrüche rein, aber es ist auch sorgenbehaftet. Ne, es ist jetzt hier keine mega einfache Entwicklung, sondern es ist eine Entwicklung, in der man nochmal komplett durchgeschüttelt wird. So, und dafür wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft, aber der Prozess, wenn du mit dem Ganzen hier resonierst, ist natürlich super, aber ja, eben auch nicht so einfach. Ne? Dein Gegenüber gucke ich mir in der erweiterten Legung an, lege das keltische Kreuz um diese Karte drumherum, werde schauen also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin, wie sieht selbst das Ganze und so weiter und werde eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Freue mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Freue mich aber auf jeden Fall, dass du jetzt überhaupt bis jetzt da warst. Wenn dir das Ganze gefallen und vielleicht sogar geholfen hat, hoffentlich, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn du noch nicht hast, auch gerne ein Abo. Freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Ansonsten bis hoffentlich bald.